Big Data ist da, wir verfügen bereits jetzt über Datenmengen in unvorstellbarer Größenordnung. Wir fangen trotzdem gerade erst an. Ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, sich dessen klar zu machen. Wir haben hier Meetings zu Big Data, wir glauben, dass wir jetzt schon sehr viele Daten haben, dennoch fangen wir gerade erst an. Woran liegt das? Das sind natürlich Trends, die wir alle kennen, die zu Big Data führen. Wir sprachen das an, Herr Meyer-Schönberger. Im Bereich der Medien ist es am deutlichsten sichtbar. Da war vor 10 Jahren noch manches analog. Da mag mancher noch eine Kompaktkassette sein eigen genommen haben. Mittlerweile sind sogar schon die CDs verschwunden. Mittlerweile kommt das alles noch per Download. Wir sehen die Fotos, die gehen von klassischen Digitalkameras mittlerweile zu Lichtfeldkameras und zur Leitro. Die ganze Kommunikation wirkt digital. Das heißt, der erste große Trend, der fast schon abgeschlossen scheint und dennoch immer noch weitergeht, ist Konvergenz, digitale Konvergenz. Der zweite große Trend, der dafür sorgen wird, dass wir erst am Anfang sind, sind die ubiquitären intelligenten Geräte. Das interessanterweise ist ein Trend, den auch ich immer wieder unterschätze. Das Wachstum der intelligenten, ubiquitären Geräte. Ich dachte eigentlich, die Frage, die ich vor 5 Jahren noch gestellt habe, habe ich gesagt, wer hat denn hier ein Smartphone dabei? Natürlich stelle ich diese Frage nicht mehr, denn in diesem Raum sind natürlich mehr Smartphones als Menschen. Das ist ziemlich klar. Aber wir sollten uns klar machen, wo digitale, intelligente Geräte überall sonst noch zu finden sind. Wenn Sie gleich wieder in Ihr Fahrzeug steigen, dann gehe ich davon aus, dass das kein Fahrzeug der besonders einfachen Bauart ist. Dann haben Sie da so 70, 80, 120 Prozessoren drin und die entsprechende Sensorik, die Daten erzeugt. Denken Sie an das Smart Home. Denken Sie an die ganzen digitalen Infrastrukturen, die wir im Sicherheitsbereich aufbauen. Und denken Sie aber auch an die Trends, die gerade jetzt erst kommen. Ich weiß nicht, ob Sie es verfolgt haben, was jetzt der große Renner für Microsoft ist. Windows 10? No way. PCs? Ja, verkauft ein bisschen besser. Was ist denn jetzt ausverkauft seit gestern Morgen? Wissen Sie es? Microsoft Band, das Fitnessarmband, ist ausverkauft. Okay? Ich habe mal das Vergnügen gehabt, in einer Diskussionsrunde zu sitzen mit einem Verfechter von Quantified Self. Und mittlerweile glaube ich, er hatte recht. Letztes Jahr im September habe ich noch Zweifel gehabt. Wir alle sind bereit, in diesem Bereich, speziell Medizin, aber auch die Quantifizierung unseres Selbst, sehr stark zu identifizieren. Ich habe einen Kollegen, Juniorprofessor an der Uni Bonn, der hat ein Projekt jetzt aufgesetzt, Alex Markowitz heißt er, Mental heißt das. Der versucht, mit Hilfe von Smartphones auf den Zustand des Benutzers zurückzuschließen, insbesondere Depressionen zu erkennen. Der ist auch kein Mediziner, aber der arbeitet mit Psychologen und Medizinern zusammen. Was glauben Sie jetzt, wie viele Leute im datenschutzgeprägten Deutschland haben sich da registriert? Ja, ich dachte so 1000, 2000, nein, es sind über 160.000, die da mitmachen. Und was macht diese App? Die protokolliert alles, was Sie auf dem Smartphone machen, mit. Jeden Tastendruck, jede App, die Sie aufrufen, alles wird mitprotokolliert und dann entsprechend ausgewertet. Spannend, oder? Für die Debatte vom Datenschutz spannend, für die Medizin spannend und auch als Indikator spannend, dass wir, was die Daten angeht, erst am Anfang stehen. Ich hätte Ihnen ja gerne auch hier ein Google Glass mitgebracht. Natürlich haben wir das bei uns auf dem Fraunhofer Campus. Ich habe es nicht dabei. Aber stellen Sie sich vor, was dann passiert, wenn diese Dinge tatsächlich auch sich durchsetzen. Dritter Trend. Nutzererzeugte Inhalte schließt sich im Prinzip hier nahtlos an. Wir sehen immer stärker, dass Menschen bereit sind, beizutragen, ihre Inhalte zu dieser Welt. Wikipedia ist da ein Schlüsselbeispiel, was wir ganz klar sehen, dass dieser Trend vorangeht. Wir sprachen eben, fand ich sehr schön, einmal schon wieder von Open Data. Mittlerweile finde ich noch schöner als Wikipedia, weiß nicht, ob Sie sich schon mal damit beschäftigt haben, OpenStreetMap. OpenStreetMap ist die größte Ressource von Wissen, die Sie heute finden können. Wenn Sie das umrechnen in Faktenwissen, sind Milliarden und nochmal mehr Milliarden und nochmal mehr Milliarden, was da drin ist. Falls Sie es noch nicht kennen, ist wirklich wert, das mal anzuschauen, was Sie hier zum Beispiel finden über die Umgebung der Villa Himmel. Sehr beeindruckend und sehr faszinierend. Und das ist auch schon der vierte Trend, der dafür sorgen wird, dass wir entsprechend weiter noch wachsen werden. Das sind eben diese offenen Daten. Aber ich glaube, das muss ich nicht weiter ausführen. Das war erfreulicherweise ja schon sehr schön illustriert, auch mit den Beispielen aus China. Aber ich denke, es kommt auch. Ich will aber noch etwas Weiteres sagen, was kommt. Nur zur Erinnerung, dass auch die Basistechnologie voranschreitet.
Wenn wir einfach mal denken, was im Bereich der Mikroelektronik los ist, da verstehen wir das eine oder andere davon bei Fraunhofer, dann sehen wir, dass da ganz neue Dinge kommen. Stichwort zum Beispiel sowas wie Memristor. Nicht ganz mein Fachgebiet, deswegen bitte fragen Sie mich jetzt nicht, wie genau da die Schichten gesteuert werden, aber wir befinden uns auf der Ebene der Datenspeicherung von einzelnen, von sehr, sehr kleinen Strukturen, Quantensprung. Ebenso wie, und jetzt denke ich mal, wir sprachen ja 20 Jahre Goldenes Zeitalter der Forschung, da darf ich mal ein bisschen weiterdenken, einen wunderbaren Vortrag in Wien letztens gehört über die zweite Revolution der Quantenphysik. Und ich sage voraus, auch wenn das manchmal nicht so schnell geht, wie wir glauben, es wird eine Revolution werden und dann werden wir noch größere Fähigkeiten haben zu speichern, zu transportieren und zu analysieren. Also, ich versteige mich einfach mal zu einer Hypothese. Wir sind deswegen erst am Anfang, weil ultimativ, wenn der Trend sich voll ausbreitet, wird tatsächlich jedes physikalische Objekt seine virtuelle Entsprechung haben. Am liebsten würde ich sagen, jedes physikalische Atom wird seine virtuelle Entsprechung haben, aber ich weiß, es ist zirkulär und wird so natürlich nicht funktionieren. Dennoch, das sehen Sie, wir sind erst am Anfang, wir werden hier noch sehr viel weiterkommen. These 1 also, wir haben Big Data, aber wir sind erst am Anfang. The best is yet to come. These 2. Was bedeutet dieses Big Data für uns? Ich spreche jetzt, obwohl wir hier über Forschung und Lehre reden, einfach auch mal über die Wirtschaft. Big Data und die erfolgreiche Nutzung von Daten ist eine Schlüsselfrage für die Wettbewerbsfähigkeit von Volkswirtschaften. Auch da weise ich mich eigentlich auf sicherem Territorium, denn auch da haben wir natürlich nicht nur die ganzen vielen Meinungsäußerungen, die ich spreche, pro Woche mit 1 bis 2 großen Unternehmen, die mit uns darüber reden wollen, was man bei Big Data machen soll. Wir haben auch Studien. 70% der befragten Unternehmen in unserer eigenen Studie haben gesagt, ja, das brauchen wir für die Wettbewerbsfähigkeit, anders können wir nicht. Übrigens, in derselben Studie haben nur 8% der Unternehmen gesagt, dass sie vorbereitet sind und dass sie keine Hürden sind. Wobei zu dem Punkt sie auch gemacht haben. Ja, also wenn man da anonym fragt, dann ist sehr, sehr deutlich, wir haben da sehr viel zu tun, dass wir machen müssen, eine sehr große Diskrepanz. Nehmen Sie auch die Wertentwicklung. Ich sage Volkswirtschaft, das ist natürlich ein ganz großes Wort. Aber vielleicht kennen Sie die MIT-Studie. Die Kollegen vom MIT sind ja sehr abenteuerlustig, wenn es darum geht, schwer zu quantifizierende Dinge doch zu quantifizieren. Sie haben es also versucht. Sie haben die Wertentwicklung von Unternehmen angeschaut, die digital sind und die nicht digital sind. Sehr interessante Lektüre, kann man methodisch viel diskutieren, aber Sie haben herausgefunden, Unternehmen, die 2 Dinge miteinander verbinden. Erstens, digitale Transformation und zweitens entsprechende Management- und Wandelsintensität. Das sind die Unternehmen, die vorne sind. Und zwar liegen die in jedem Kriterium, Wertentwicklung, Aktienmarkt, Profitabilität, was Sie anschauen, deutlich über dem Durchschnitt Ihrer Peers. Das heißt, Unternehmen brauchen die Daten und müssen diese Daten letztendlich auch korrekt auswerten. Und Sie sehen das ja auch im Wachstum der Internetunternehmen. Das wertvollste Unternehmen der Erde ist, glaube ich, mittlerweile Apple. Und sicherlich nicht nur, weil sie Telefone bauen, sondern weil sie die Dienste und die Daten darüber letzten Endes richtig auch verwenden. Schließlich blicken wir auch nochmal auf ein großes amerikanisches Unternehmen. Big Data wird einen weiteren disruptiven Wandel auslösen. Ganz klar. Ich weiß nicht genau wann, ob heute oder morgen oder nächstes Jahr. Und das ist der Wandel zu kontextuellen, kognitiven Assistenzsystemen. Sie alle haben vermutlich verfolgt, was los war, als IBM mit dem Programmpaket Watson die amerikanische Game Show Jeopardy gewonnen hat. Aber vielleicht wissen Sie nicht, wie das tatsächlich funktionierte. Das war Big Data. Was dort passiert ist, wir haben Lernverfahren, die eingesetzt werden. Und genau das ist natürlich der Kern von dem, was wir bei unserem Institut machen. Und als ich begonnen habe mit diesem Verfahren, hatten wir 180 Datenpunkte. Daraus haben wir die trainiert und wir haben damals versucht, für Siemens Nixdorf so ein System zu bauen. Das war 1986. Wir waren nur begrenzt erfolgreich. Und heute weiß ich, mit 180 Datenpunkten geht das einfach nicht. Aber mit 1,8 Milliarden Datenpunkten, da geht es aber so. Das wird sicherlich die nächste Revolution im Bereich der Dienste sein. Was heißt das für Deutschland? Ganz klar. Für Deutschland heißt das, wir müssen sehen, dass die Bequemlichkeit, in der wir uns scheinbar zumindest eingerichtet haben, nicht alle, aber doch manche, dass die enden. Wir haben uns daran gewöhnt, dass in Deutschland 95% des Internetsuchmarktes von einem einzigen monopolistischen Anbieter kommt. Dass so und so viel Prozent, 80-90% der Dienstleistungen bei sozialen Netzen etc. etc., dass die von einzelnen Anbietern kommen und dass sie vor allen Dingen von außerhalb Europas kommen. Und wir fanden das bequem, denn wir in Deutschland, wir sind ja ein Produktionsland,
Wir bauen ja Autos, wir bauen ja Maschinen. Das ist okay, wenn der IT-Markt zu großen Teilen in amerikanischer Hand ist. Nein, das ist nicht. Schlicht und ergreifend nicht. Warum? Das wissen Sie natürlich auch alle. Spätestens seit wir Industrie 4.0 ausgerufen haben, wissen wir, dass der Anteil der Wertschöpfung, der IT an der Wertschöpfung in allen Branchen massiv wächst. Und jetzt schauen Sie sich an, was die Anbieter jetzt tun, die zurzeit mit Daten aus dem World Wide Web ihr Geld verdienen. Diese Anbieter investieren ganz gezielt in Datengrundlagen aus den Bereichen, die klassische deutsche Domänen sind. Ja, das wissen Sie, 2 Milliarden Dollar ist ein Thermostathersteller wert. Warum? Nicht, weil der Thermostate mit Display hat, sondern weil er Daten hat. Man investiert in das autonome Fahren. Warum? Nicht, weil man Autos bauen will. Nein, die kann man im Zweifel bei OEMs zukaufen. Ja? Nein, weil man die Daten haben will über die Umwelt. Denn wenn Sie sehen, was jetzt kommt, dann ist das Google Now. Vielleicht hat der eine oder andere ein Android-Telefon das schon mal probiert. Das ist dieser intelligente Assistent, so ein bisschen ähnlich wie Siri. Was können die Assistenten? Sie wissen es alle wenig, gerade in Deutschland. Warum? Weil sie die Daten nicht haben. Wenn man die nächste Generation vordenkt, dann wird das so sein, dass diese Assistenten Daten über die Umwelt haben werden. Und dann werden diese kognitiven Assistenzleistungen eine ganz neue Qualität bekommen. Vor einer Woche hat Google übrigens das Physical Web vorgeschlagen. Ein Standard für die Vernetzung aller Dinge im Internet der Dinge und Dienste. Und jetzt überlegen wir doch mal, wie in Deutschland die Situation aussieht. Haben wir denn in Deutschland keine Standards für Industrie 4.0? Haben wir denn keine Standards für das Internet der Dinge? Doch, wir haben ungefähr 287. Ich vermute, Sie sehen, dass in diesem Fall mehr nicht besser ist als weniger. Wenn es also so wäre, dass bestimmte Anbieter, und hier kommen wir an das zurück, was Spuren gesagt hat, ich glaube, was auch Herr Scher gesagt hat. Wenn bestimmte Anbieter hier im Sinne des Winner Takes All diese Plattformen und diese Infrastrukturen besetzen würden, wäre das eine sehr, sehr große Herausforderung. Die Frage wird am Ende sein, wer bestellt was bei wem? Der Autohersteller, die Mittelkonsole bei Google, damit da Google ein Android Car drauf hat, oder bestellt letzten Endes Google beim Automobilhersteller ein Auto an, um das autonom fahren lassen kann. Sie sehen, an der Stelle könnte ich noch lange ausführen. Ich glaube, es ist eine ganz große Herausforderung, aber ich beende hier vielleicht einfach mal meinen kleinen Abweg oder Umweg von der Wissenschaft und Lehre in die Wirtschaft. Ich glaube, es ist dabei ein ganz wichtiger Punkt, an die Dinge doch zu sagen. Also, dritte These, wieder etwas mehr in Richtung von Wissenschaft und Lehre. Warum übersetze ich Big Data nicht? Schrecklich, ne? Weil ein schlechter Begriff nicht besser wird, wenn man ihn übersetzt. So einfach. Also wenn ich jetzt sage, große Datenmengen, da wird ja noch deutlicher, dass das ein klassischer Misnomer ist. Big Data suggeriert nämlich etwas, was es gar nicht ist. Big Data suggeriert einen reinen Skaleneffekt. Ne? Big. Big ist Skala. Und Skala interessiert uns normalerweise nicht. Ne? Skaleneffekte sind langweilig. Wir wollen Disruptive Change. Herr Meyer Schönberger hat schon ein Beispiel gebracht, ich gebe mir noch ein zweites. Ja, die Deutsche Post hat mal geglaubt, dass ein bisschen mehr E-Mail keinen fundamentalen Wandel auslöst. Ich habe mal geglaubt, als das Internet, das World Wide Web aufkam, dass das genau dasselbe sein würde wie die 185 FTP-Server, die ich als Informatiker vorher schon hatte. Ja, habe ich mich getäuscht, nicht wahr? Es macht schon einen Unterschied, wenn 3, 4, 5 Milliarden Menschen gemeinsam etwas tun und niemand würde, glaube ich, bezweifeln, dass das nicht nur ein Skaleneffekt ist, sondern ganz klar auch ein qualitativer Effekt. Das heißt, technisch gesehen ist Big Data natürlich schneller erfassen, schneller transportieren, schneller speichern, schneller analysieren. Aber wir gehen eben ganz klar auch von Quantität zu Qualität hier. So, was ist dabei der fundamentale Wandel? Ich glaube, es ist ein ganz, ganz tiefer philosophischer Wandel. Ich bin nämlich sehr gefreut, dass Sie ihn auch schon angesprochen haben. Punkt 1 ist, Art der Erhebung ist anders. Die Art der Erhebung der Daten ist eben jetzt nicht immer geplant, so wie wir das früher in der Wissenschaft gemacht haben. Sie ist jetzt heterogen, sie ist nicht nach statistischen Kriterien gleich verteilt oder sonst sowas. Sie ist verzerrt, sie ist nicht verlässlich, sie hat viele Quellen. Das war eine ganz andere Art, mit Daten umzugehen. Also das ist ein fundamentaler Wandel, den wir haben bei Big Data. Zweitens, die Philosophie der Speicherung ist komplett anders. Und darüber muss man diskutieren, kann man diskutieren, aber es ist erstmal Fakt. Big Data heißt, alles speichern. Ich gebe Ihnen mal ein plastisches Beispiel, was der Unterschied ist. Nehmen Sie mal ein soziales Netzwerk. Wenn Sie da auf die Seite gehen, da haben Sie ja so ein paar Connections. Vor 10 Jahren hätten wir das in der Informatik so gemacht, dass wir gesagt haben, wir brauchen nur eine Datenbank. Da steht drin, welche Connections Sie jetzt gerade so haben. Das ist nicht die Big Data Philosophie. Die Big Data Philosophie ist, ich speichere jede Veränderung. Das heißt, wenn Sie da etwas tun, wird das gespeichert. Und wenn Sie dann wissen wollen, welche Verbindungen habe ich denn gerade,
Da wird geschaut, welche sie irgendwann mal eingefügt haben und welche sie noch nicht gelöscht haben. Das heißt, ich habe die gesamte Historie, die ich dort drin habe. Und das ermöglicht mir natürlich genau das, was eben auch angesprochen war, dass ich nachträglich Dinge analysieren kann, dass ich Fragen stellen kann, die ich vorher nicht zu stellen wusste. Aber es bedeutet auch, und damit komme ich dann fast schon zu meiner dritten These, ist ja auch schon fast die Zeit um hier, neue Balance zwischen Daten und Hypothesen. Ich glaube, wir unterschätzen alle noch, auch in der Ausbildung unserer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, was das bedeutet. Denn auch, genau, ich sehe das ganz genau, wir haben ein goldenes Zeitalter der Wissenschaft, aber wir könnten auch ein goldenes Zeitalter der Scharlatanerie bekommen. Ganz klar. Also da bin ich fest von überzeugt, denn Korrelation ist nicht Kausalität. Und ich lehre das jedes Semester und es fällt vielen, die bei mir sitzen, schwer, das zu verstehen. Aber wenn ich in andere Fachgebiete hineingehe, die Daten analysieren, dann sehe ich, da ist es zumindest auf jeden Fall nicht besser. Sagen wir es doch einfach so. Ja? Wenn man manche Studien sieht, die publiziert werden, auch so Metastudien, dann ist das jetzt schon schwierig. Jetzt, wo Daten gezielt erhoben werden. Was wird passieren, wenn ich Daten habe und Werkzeuge habe, die ich durchwursteln kann, bis zum Abwinken, wenn ich nicht begreife, was ich da tue, welche Korrekturen ich statistisch mache. Also ein ganz, ganz großer Ausbildungsbedarf. Dennoch, vierte These, Big Data bietet natürlich enorme Chancen für die Wissenschaft. Aber wir müssen eben auf diesen fundamentalen Wandel reagieren. Jetzt vielleicht eben auch konkrete Dinge, was passieren müsste aus meiner Sicht. Enorme Chance bei experimentellen Rohdaten. Wir investieren Millionen, teilweise Milliarden in Daten, Fördergelder, was auch immer, Geld, Zeit, Doktoranden, die sich daran abschuften. Und das meiste davon ist nicht mehr zugänglich. Also ich kann mich der Forderung mal anschließen. Ich weiß nicht, ob es Open Data sein muss, denn Daten sind auch ein wirtschaftlicher Wert. Vermutlich wäre es aber sinnvoll. Aber mindestens muss es an den Hochschulen eigentlich Data Officers geben. Tut mir leid, wieder Neudeutsch-Englisch. Ja, wir finden sicherlich noch einen guten Begriff, denn ich sehe das sehr klar. Wir haben bei der Uni Bonn auf der Rektoratsklausur ganz, ganz lange diskutiert. Die Arbeitsgruppen allein, 3, 4 Leute, immer weniger Techniker, ja, ist ja alles nicht mehr. Die werden das nicht alleine schaffen. Hier muss ich also was tun. Und das ist auch im Sinne der wissenschaftlichen Nachhaltigkeit, der Nachvollziehbarkeit, der guten wissenschaftlichen Praxis aus meiner Sicht unbedingt erforderlich, dass Daten vernünftig verwaltet, kuratiert, miteinander verbunden werden. Und ich kann hier nur eigentlich dafür werben, dass wir etwas tun, was wir im Kulturbereich schon getan haben. Wir haben ja bei uns bei Fraunhofer die Infrastruktur gelegt für die deutsche digitale Bibliothek, also eher für die Humanities. Aber dieselben Prinzipien, dieselbe Basistechnologie, die wir da einsetzen, könnte eben auch genutzt werden, um einen deutschen digitalen Bestand wissenschaftlicher Daten letztendlich zu machen. Die zweite große Chance, die sich bietet, sind eben die Daten, ich muss mal einen Fachbegriff hier einführen, ganz komplizierten, die E-Data, das kennen Sie bestimmt, nicht wahr, E-Data, das heißt aber nicht Electronic Data Analysis, sondern das heißt, das sind die Daten, die schon da sind. Gut? Ja, diese Daten sind eine Riesenchance. Da sind wir wieder beim goldenen Zeitalter, das Sie ausgerufen haben, ganz genau. Zu allem, was ich gerne untersuchen möchte, werde ich in absehbarer Zeit irgendwelche Daten haben. Die Herausforderung ist nur, dass ich begreife, dass EDA-Daten nicht dasselbe sind wie Daten, die ich letzten Endes in Studien erhoben habe. Letzte Chance für die Wissenschaft ist die Beschleunigung. Und welche Beschleunigung? Die Beschleunigung, die ich habe, von der Erkenntnis zur Innovation. Und das ist natürlich aber auch ein Risiko. Wir sind es gewohnt, einen gewissen Weg zu gehen. Von der Innovation, von der grundlegenden Erkenntnis zur Innovation. Dieser Weg ist mittlerweile zu lang. Der Weg wird beschleunigt, dadurch, dass heute viele partizipieren. Bis hin zu Begriffen wie Open Platform Innovation. Ja, genau so ist es. Und deswegen muss man dafür werben, dass alle sich an diesem Innovationsprozess beteiligen. Wir müssen uns öffnen. Es läuft nicht mehr so. 5 Jahre, 10 Jahre lang forschen und dann langsam mal innovieren. Das ist ein Takt, der von der Welt heute anders vorgegeben wird. Und hierauf müssen wir reagieren und hier müssen wir investieren. Wir haben bei Fraunhofer beispielsweise jetzt eine große Plattform gelauncht, Open Roberta, um schon bei den Schülern das unternehmerische Denken Richtung Innovation zu fördern, dass die wissen, wir können was erschaffen, wir können was tun. Und wir hoffen, wenn diese Generationen in die Hochschulen kommen, dass sie dann auch bereit werden, sein, das zu tun. Letzte Hypothese. Big Data fordert unsere Gesellschaft heraus und wirft neues Licht auf klassische Fragen auf Wert und Kultur. Und das ist natürlich, da hätte ich am liebsten jetzt einen ganzen Tag, um mit Ihnen allen darüber zu diskutieren, weil auch da habe ich natürlich mehr Fragen als Antworten. Privatsphäre, digitale Souveränität war hier schon genannt worden. Ich glaube, müssen wir nicht noch mal weiter drauf eingehen. Ich sage mal ein paar andere Fragen.
die sich hier stellen, interessanterweise. Individualisierung ist ja als großes Vorteil gesehen worden. Aber was ist die Rückseite der Medaille oder die, das sozusagen die hässliche Begleiterscheinung? Das ist Diskriminierung. Ich gebe ein Beispiel. Ein Ex-Google-Mann hat in den USA versucht, ein neues Versicherungsmodell zu etablieren. Und das Modell Climate Corporation war, dass durch eine große Zahl von Sensoren jeder individuelle Acker in den USA individuell bewertet werden konnte. Ja, wir kennen das, wir haben auch schon für Versicherungen an Karten gearbeitet, Risikobewertungen und solche Dinge. Wenn Sie das global machen, kommt automatisch raus, dass Sie Solidargruppen haben. Können Sie dann auf jeden einzelnen Acker machen, wo ist dann die Solidargruppe? Da versichert sich irgendwann jeder selbst. Spannende Frage. Also Individualisierung kann auch zur Diskriminierung führen. Wo wollen wir hin? Ich habe die Antwort hier nicht. Es muss nur klar sein, wir sollten da als Gesellschaft letzten Endes diskutieren. Dann Märkte und Regulierung. Sie sparen es an, Winner takes all Effekt. Ja, welche Art von Marktwirtschaft wollen wir? Wie soll das aussehen? Müssen bestimmte Dinge nicht tatsächlich auch in einer Art öffentlichen Daseinsvorsorge existieren oder können wir die tatsächlich dem Spiel der freien Kräfte überlassen? Man sieht das, es gibt ganz viele Fragen, die sich die Gesellschaft hier stellen muss. Und insofern, ungeplant, greife ich dann doch nochmal zurück auf das, was ich heute Morgen gesagt habe. Nicht nur die Wissenschaft muss sich fragen, wer wollen wir sein, sondern wahrscheinlich müssen angesichts von Big Data auch wir alle uns fragen, wer müssen wir sein, was ist unsere Kultur, was sind unsere Werte, was ist die Gesellschaft, die wir wollen. Dank Big Data können wir jetzt alle diese Fragen stellen, oder leider können wir sie stellen. Vor 5 Jahren konnte ich das noch nicht machen, jeden Einzelnen versichern. In 5 Jahren werde ich es sicher machen können. Und deswegen, it's about time we get started. Wir sollten mal anfangen, die Fragen zu beantworten. Und unser Start ist hier. Herzlichen Dank.